Oh oh. Öp. Öp. Egal wo er hinläuft, überall sind irgendwelche Leute in deinem Meer. So. Na? Da war doch irgendwas, oder? Ist doch was aus ihm rausgefallen? Oder habe ich das jetzt nur falsch gesehen? Ah. Ja, dann halt nicht, ne? Ich habe jetzt gedacht, da ist irgendwas aus ihm rausgekommen. Und der kleine Wurm oder was das war, sieht so ein bisschen aus wie bei Slither. Da gab es mal so einen Film, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Ich beneide den Elias so ein bisschen dafür, dass er eigentlich mehr oder weniger immer irgendwo an irgendwelchen Pulten rumstehen kann, irgendwelche Sachen eingibt und sich nie großartig gegen diese Biophages durchsetzen muss, aber der Jacob, der rennt irgendwie von einer Prügelei in die nächste. Das atmet doch, das Ding. Naja. Da war wieder wahrscheinlich so ein Kopf drin. Ich bin nicht sicher, ob ich einen täglichen Upload von Callisto-Protokoll hinkriege übrigens, weil viele Folgen muss ich öfter aufnehmen, dadurch, dass ich halt sehr, sehr, sehr viel sterbe auf Maximum Security. Und so geht mir natürlich auch sehr viel Material verloren. Oha. Ich glaube, jetzt habe ich insgesamt 9 Folgen aufgenommen, hätte aber eigentlich schon, weiß ich nicht, 15 oder 16 haben müssen nach einem normalen Aufnehmen. Warum erwischen die mich? Macht keinen Sinn. Wie viel habe ich denn eigentlich zum Heilen? Oh Gott, 4 Spritzen. Und ich habe keine Munition mehr, habe ich gerade gesehen. Oh mein Gott. Ich würde mal sagen, mir geht's gerade nicht gut. Sieht aus wie hingekotzt. Okay. Zermatsch das mal. Einfach mal just for fun. Also die ziehen ordentlich Leben ab, muss ich sagen. Das ist so krass irgendwie. Wenn die dich einmal anspringen, ist die Hälfte der Lebensanzeige weg. Da unten. Okay, hier ist schon wieder so ein Ding. Ja, und nachladen ist nicht mehr. Hey, ein Health Pickup. Ich glaub's ja nicht. Wie Weihnachten. Also ressourcentechnisch bin ich ziemlich am Ende. Ich meine, ich brauche jetzt nicht unbedingt Munition, wenn ich in die Prügeleien reingehe. Aber schlecht wäre es halt nicht, ne? Oh Gott. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Oh oh. Na komm. Na komm. Oha. Gesessen. 15 Credits. Da runter? Wo muss ich denn hin? Der kam jetzt aus dem Lüftungsschacht. Oder muss ich in den Schacht rein? Nee, das ist viel zu klein. Das sieht aus, als würde ich da unten irgendwie nicht wirklich weiterkommen.
Use grip to open vent. Aha. Okay. Nehme ich. Oh, da ist so ein Gegner. Die Frage ist, wenn ich da jetzt runterspringe, sieht der mich? Ich würde mich gerne nicht mit dem prügeln müssen. Komm, 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 komm. Oh oh. So. So. Hat funktioniert. Also ich tippe jetzt einfach mal zur Sicherheit. Was ist das? Und wie komme ich da hin? Also ich habe jetzt mal zur Sicherheit einfach irgendwie mir angewöhnt, zweimal auszuweichen. Weil ich jetzt langsam echt keinen Bock mehr habe, ständig auf die Fresse zu kriegen. Wie komme ich denn da hin? Oh Gott, ist das so ein Security-Mac? Oh oh. Callisto-Credits. Ich musste übrigens nach dieser ganzen Fleischwolf-Aktion, die da abgelaufen ist, wo ich da halt diese ganzen Gegner abwehren musste und mich auch so ein bisschen über das Kampfsystem beschwert habe. Es soll das Spiel aber nicht negativer darstellen, als es im Endeffekt ist. Also sie haben sich Mühe gegeben, es ist mal was anderes und wenn ich mich über irgendwas in dem Spiel beschwere, dann ja... Dann liegt es einfach daran, dass ich das System nicht rall. Und dafür kann ja nun keiner was. Außer ich halt selber. So, du gehst da lang, ich gehe da lang. Und bevor irgendwas ist, gehe ich da rein. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass da ein Schacht ist. Und ich habe keinen Bock, mich jetzt auf diese Prügelei mit dem einzulassen. Weil da war jetzt nämlich noch ein Kampfroboter und ich habe keine Lust auf einen Kampfroboter und... auf ein Biophage. Nein, danke. Exit the station. Ja. Man muss einfach echt geduldig mit dem Spiel sein. Ich glaube, das ist halt irgendwie das Wichtigste, dass man halt nicht irgendwie gleich die Flinte ins Korn wirft, weil wenn du auf Maximum Security spielst und das Spiel halt einfach noch extrem auf dich einprügelt und sie haben ja auch gesagt, dass es brutal wird. Und ich meine, wenn ich mich über so ein Spiel schon beschwere, dann glaube ich, brauche ich mich mit Dark Souls gar nicht beschäftigen. Also, ich muss ein bisschen versuchen, mich wieder zu fangen und mit dem Mimimi aufzuhören. Aber ich glaube, der größte Frust ist einfach, dass ich halt so viel aufnehmen möchte und durch die Tode so viel Material verloren geht, dass ich mich darüber ein bisschen mehr aufrege als über alles andere. Das Spiel an sich ist bis jetzt trotzdem geil. Also, ich habe es mir in der Deluxe Edition geholt und ich bereue es auch nicht. Ich bin jetzt mal gespannt, ob mich das Spiel für diese Aussage jetzt bestraft oder belohnt. So. Oh Gott, was ist das denn?
Alter, was? Warum? Echt jetzt? Nein. Bis wohin geht das? Bis dahin, okay. Okay, schwierig. Das heißt, ich muss jetzt aufpassen. Sonst werde ich da reingezogen und bin weg vom Fenster. So, ich lasse jetzt nochmal zu mir kommen. Und wieder zurückgehen. Oh Gott. Okay, das hat aber gut funktioniert. Und ich habe auch wieder Munition. Das heißt, wenn ich da jetzt weiter reinlaufe, kommen immer irgendwelche Typen aus dem Schacht gesprungen, oder wie? Ich muss irgendwie zu dem Schacht kommen. Ich laufe jetzt einfach. Vergiss es, vergiss es, vergiss es. Oh, das war knapp. Ich lebe aber noch, oder? Oder bin ich schon eigentlich tot und weiß es noch nicht und die Cutscene kommt noch? Ich gehe mal davon aus, da sollen wir rein, oder? Aber wir haben ja noch Schränke. Ha, können wir die plündern? Warum höre ich hier Sachen? Ist irgendeiner in die Wand gebackt, oder? Warum höre ich hier Geräusche? Oder steht der auf der anderen Seite einfach noch da? Ich kann da eh nicht zurück, glaube ich, weil die Walze mit den... Mit den Stacheln, die würde mich jetzt, glaube ich, dann einfach insta-killen, wenn ich da durchgehe. Und auch wenn wir jetzt hier Maximum Security genommen haben und das ein bisschen schwerer wird, wir kriegen das hin. Wir schaffen das. Wir kommen da durch. Ich weiß nur nicht, wie das mit einem Insta-Kill und dem neuen Schwierigkeitsgrad werden soll, weil... Pff, dafür muss man das Spiel dann echt wirklich gut können. Oder genug Abkürzungen irgendwie abgespeichert haben im Kopf. Habitat. Neues Kapitel. Cool. Mann, wir haben ja sogar mal Progress in dieser Aufnahme. Also ich weiß auch nicht, wie oft ich in diesem Fleischwolf-Level gestorben bin. Das war einfach extrem. Also, pff. Und dann wird man irgendwann hektisch und dann funktioniert Grip nicht immer, wie er soll. Und auf Maximum Security prügelst du halt auch ewig auf die Feinde ein. Und die fallen nicht um. Aber das Spiel sieht so gut aus. Auch auf der Xbox Series S, die ich ja zu Hause stehen habe hier. Auch hier sieht es gut aus. Auf dem PC wahrscheinlich noch besser. Irgendwas.
Aber hey, ich muss einfach nur oft genug ausweichen. Inventory ist voll. Ernsthaft? Was habe ich denn jetzt? Ah, okay. Ich heile mich mal. Auch wenn es jetzt eigentlich sinnlos ist, aber die paar Striche mehr können dem Schwierigkeitsgrad nicht schaden. Ich glaube sowieso nicht, dass ich hier nochmal zurückkomme. So, mach auf das Ding. Health Injector. Okay, und ich bin dumm. Ich habe immer versucht, das mit dem Knüppel auszupacken, indem ich auf die Schlagtaste drücke. Aber man kann es auch anders aktivieren. Nämlich mit dem Heavy Punch, weil der ist ja da eine Taste drüber. Und der lädt sich erst eine Weile auf. Wenn ich den kurz antippe, zieht er auch seinen Knüppel, also seinen Schockknüppel, sag ich mal. So, können wir jetzt noch was verkaufen? Ne, können wir nicht. Ich würde davon nämlich ungern was verkaufen. Das wollte ich jetzt aber auch nicht. So, increase the maximum energy capacity. Also mehr Energie. Das heißt, wir können öfter Leute werfen, oder? Increase the grip recharge. Purchase habe ich sogar mir gekauft. Increases launch strength. Warte mal, hier gehen wir nochmal kurz runter. Und jetzt kann ich doch bestimmt 900. Alter. Ach nee, das ist auch nicht geil. Haben wir hier Skunkworks. Eine Shotgun. Ah, okay. So, was können wir hier? Riot Control, Block, Counter. Und was haben wir hier? Damage Upgrade Level 1, 900. Increase Damage Output by Overcharging Energy Regulators. Ich sollte mal ein bisschen sparen, glaube ich. Ich spare. Ich meine, ich habe jetzt Grip irgendwie mit der Recharge Time irgendwie ein bisschen erhöht. Ich hoffe mal, dass es einfach schneller nachlädt und ich es öfter benutzen kann. Die Wege kommen immer weiter nach unten. Ich würde gerne sehen, wo ich hingehe, deswegen... Oh Gott. Ja, deswegen ist es vielleicht ein bisschen besser, die Kamera so zu drehen, dass ich sehe, wo ich hingehe. Ich traue dem hier nicht.